So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Mark. Wir sind in unserer Base und es regnet, es ist nicht Nacht. Was ist das hier? Warum ist hier ein Cobblestone, der keine Textur hat? Okay. Oh. Das läuft nicht mehr. Der Reaktor ist leer, oder? Ja, der Reaktor ist leer. Das heißt, ich habe kein Yellorium mehr. Lass mich da reinschauen. Genau. Will ich mal kurz hier gucken. Okay, aber das hat alles funktioniert. Wie sieht es mit den Kisten aus? Oh Gott, die sind alle voll. Nee. Aber ziemlich weit schon. Ist die hier voll? Ja. Pass mal auf. Ich werde mal hier kurz hingehen und Yellorium raussuchen. Da muss ja sicher irgendwo was drin sein. Gold. Da, 43. Ich glaube, mehr werde ich da nicht mehr finden. Nee, sieht nicht so aus. 19 Dias schon, nice. Wow, okay, das hat echt gut funktioniert. Tschüss, Cobblestone. Aus dem ganzen Cobble kann ich auf jeden Fall eine Menge anderes Zeug noch machen. Also eine Menge, Deep Dark Cobblestone Zeugs, damit ich dort die nächste Quarry aufstellen kann. So, wir müssen mal das ganze Yellorium schmelzen. Das ist auf jeden Fall mal To-Do-List. So, die Energie hier ist leer, genau. Das bedeutet, ich brauche Lava. Ich könnte noch Steak hier rein tun, aber dann wird die Quarry weiterarbeiten. Wirklich viel kann ich nicht machen. Ich werde einfach mal... Habe ich hier noch Yellorium drin irgendwo? Nee, ne? Nix. Okay. Doch, da, 8 Stück. Damit kann ich ein bisschen anheizen schon mal. So. Alles instant verbraucht. Reaktor wieder relativ voll. Erzeugt direkt die Energie für die Quarry. Okay. Gut, ich werde mal ganz kurz... Wie kann ich denn... Nee. Wie kann ich denn nur den Cobblestone rausnehmen? Ich mache einfach so. Das ist halt die Vanilla-Variante. Mit Doppelklick. Weil dann werde ich mir hier kurz mal... ein bisschen von diesem Double-Cobblestone craften, damit ich Platz habe. Ich sollte das wieder so nachschauen. Cobble. Da ist er. Compressed Cobblestone. Nee. So, komm her hier. So. So schaffen wir ein bisschen Platz in den Kisten von der Quarry. Ich denke, das ist ganz praktisch. Ach Gott, ach Gott. Wenn ich den Filter richtig hingekriegt hätte. Aber ich denke, es haben eh welche in die Kommentare geschrieben von euch. Muss ich nur gucken dann nächstes Mal. Die arbeitet aber nach wie vor auf Hochtouren, die Quarry. Und ich bräuchte auch wieder Lava. Egal. Krieg ich schon hin. So, noch mehr Compressed Cobblestone. Ich brauchte dafür auf jeden Fall den Auto-Crafting Table irgendwann. Beziehungsweise jetzt ist es eh schon egal. Aber hätte ich halt mal gebraucht. Boah, es ist so viel Cobble einfach. Jede Kiste ist voll damit. Das ist krass. So. Meine Stimme hört sich etwas komisch an. Vielleicht, ich bin etwas verplant. Ich bin gerade erst aufgestanden. Vergessen den ganzen Tag unterwegs und habe deswegen keine Folge mehr vorproduzieren können. Vlog dazu kommt noch. Ich weiß nicht, ob heute oder morgen, aber wird noch kommen. Und deswegen nehme ich die jetzt auch wieder direkt davor auf, bevor sie online geht. Also sorry, falls das auch kein Full HD ist. Aber ihr wisst ja alle, YouTube braucht seine Zeit zum Verarbeiten. Und wenn ich das direkt hochlade, dann läuft das nicht so. Aber naja, wir haben... Boah, wir haben so viel davon, das ist krass. So, Double Compressed Cobblestone tue ich dann direkt dahin. Zack. Boah, also das Deep Dark Portal kommt auf jeden Fall in die... Nähe. Oh, ich kann natürlich alles rausdroppen, das wäre auch eine Idee. Und wie ging das? Wie habe ich das gemacht? Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Egal. Lassen wir das so. Wieder Compressed Cobble. Ich brauche nur noch dann ein Division Sigil und dann dürfte ich mir das Deep Dark Portal schon machen können. Weil Cobble habe ich auf jeden Fall genug jetzt. Für alle meine Vorhaben. Okay, ich brauche eh... What? Nein, falsch.
brauche eh Kobbel für gar nichts anderes, außer für das Deep Dark Portal. Nochmal einsammeln. Oh, ging sich perfekt aus. Das ist ja wunderbar. So. Okay, mehr geht nicht mehr. Dann machen wir noch hier ein paar mehr von denen. Ah, ging ja nicht mehr. Okay. Dann Usage. Zack. Boah. Ah, wie krass. Und da sind einfach immer noch mehr drin, ne? Also ich werde da echt... Ich kann jetzt den ganzen Tag so hin und her laufen und alles machen. Das ist übel. So. Wie hab ich das gemacht? Wie hab ich das... Hä? Jetzt mache ich das die ganze Zeit, aber ich weiß nicht, wie es geht. Lol. Entweder bin ich dumm oder... Keine Ahnung, was das ist. So. Okay, mehr geht eh nicht mehr. Hol ich mir noch mehr Kobbel. Den ich einsammeln möchte, bitte. Danke. Hallo, Kobbel. Danke. So. Dann wieder hier hin. So. 21 schon, wow. Okay, also ich glaube, das Portal kriegen wir jetzt mit dem echt fertig. Das habe ich zuerst nur so spaßeshalber gesagt, weil ich mir dachte, dass es sich nicht ausgeht. Wie habe ich das gemacht, dass ich das gedroppt habe alles? Ich verstehe das nicht. Ah. Es ist so laggy hier. Ich kann schlafen, sehr gut. Dann hört der Regen wenigstens auf. Ah ja, wie schön. Okay. Nochmal ein bisschen mehr. Perfekt. Warte mal, ging das nicht irgendwie? Genau. So, das weiß ich nämlich, wie ich das mache. Es geht mit Alt- und Leertaste, dann droppe ich dieses ganze Ding hier oben. Und das kann ich jetzt natürlich machen, indem ich mir alle von denen runterstack und dann immer Alt- und Leertaste mache. Dann liegen die hier alle herum. Das ist gut. Aber wie habe ich das gemacht? Das verstehe ich nicht. Ich habe es schon wieder gemacht, aber ich weiß nicht wie. Unerklärliche Sachen passieren hier. Ups, ich habe nichts eingesammelt. Ich hätte mir da vielleicht eine Workbench direkt daneben hinstellen sollen, aber egal. Passt schon so. Okay. Double Compressed Cobble und Triple Compressed Cobble. 26, ich brauche 4 von den Quad und 1 Quint. Und 4 von den Quad sind halt 28 Triple. Das habe ich jetzt schon, glaube ich. Also, ja, sicher habe ich das schon. Wie krass einfach. Dann steht das Division Sigil als nächstes an. Das kann lustig werden. Eins zu finden. Wir kriegen das aber hin, wir kriegen alles hin. Ich laufe die ganze Zeit hin und her. Und mach das, die ganze Folge jetzt. Sorry, dass das mega langweilig ist, aber nächste Folge wird dann wieder besser. Beziehungsweise ich werde eh gleich noch was machen. Nur will ich das jetzt mal erledigt haben. So halbwegs, also... Die Ladung hier mache ich noch und dann... Lass ich es gut sein. Habe ich schon mal genug Kabel zusammen gecraftet fürs Erste. Ich glaube, dann habe ich auch schon allgemein genug Kabel. Für alles. 33. Wie viel brauche ich denn für einen Quint, ist die Frage. Kommt hier gar kein Kobbel mehr nach. Ah, hier ist noch was drin, okay. Wie viel brauche ich für einen Quint? Ein Quint sind ja 9 Quad. Und ein Quad sind 9 Triple. Das heißt 9 mal... Was? Nein, egal. Ich kann nicht rechnen, ich bin gerade erst aufgestanden. Bin zu müde. Beziehungsweise... Zu noch nicht aufgewacht. So, das noch. Geht nochmal hier einer. Wo habe ich die restlichen? Hier sind die, ne? 51 davon haben wir jetzt schon, okay. So. 55 Usage. Quadruple. Okay. Ja, das sieht schon echt gut aus. Von denen brauche ich halt gesamt 4 für das eine Teil. 4 für das eine Teil und 9 für das andere. Das heißt, ich brauche 13 und ich habe jetzt schon 6. Das ist nice. So, das Yellorium hier ist auch schon fertig, ne? Genau. Tun wir direkt in den Reaktor rein. Schluckreaktor, Schluck. Und
Dann schaue ich mal ganz kurz zur Quarry. Und nehme mal möglicherweise die Drum mit. Weil vielleicht nehme ich da noch ein bisschen was mit, was ich da finden könnte. Aua. Nee, getan. Ist das. So. Jetpack aufladen wird jetzt natürlich auch schwer, ne? Genau, kann ich gar nicht. Hä, das ist doof. Okay, aber ist ja auch nicht so schlimm. So, schauen wir mal rein. Hat die Quarry dieses ganze Bäume nicht ab? Ah, die fängt ja von unten an, genau, stimmt, ja. In einer Ecke vor allem. Wie viel hat die dann? 74.000 Blöcke sind das schon gewesen jetzt. Wie viel RF ist hier drin? Eh noch eine Menge. Ja, die baut eh die ganze Zeit weiter ab. Ist nur die Frage, wo? Weil ich sehe das gerade nicht. Wo sind die Dirtbäume? Hä, wo sind die echt? Baut ihr die Bäume nicht ab? Kann das sein? Sollte die aber eigentlich, oder? Komisch. Egal, ich hole mir jetzt mal noch hinten ein bisschen von dem blauen Heiligtum. Mal schauen, was wir damit noch anfangen können. Ich denke mal, dass es da sicher ein, zwei Interessenten geben wird, die das kaufen wollen. Aber ich nehme auf jeden Fall ein bisschen was mit. Schade dir auf keinen Fall. Ich frage mich immer noch, warum das hier so rumbockt. Das ist richtig seltsam. Das hier ist das Paradies einfach. Er fällt mir dazu nicht ein. Die Flüssigkeit ist aber auch so komisch, ne? Weil die fällt ja nicht wirklich, also wie wir gesehen haben, wie wir es in den Reaktor reingetan haben. Die fließt nicht nach unten, sondern die versetzt ihre Quelle einfach nach unten. Schon ein bisschen komisch. So. Ups, das wollte ich nicht. Alles klar, ein bisschen was davon noch mitnehmen. Die Dimension hier an sich ist aber auch noch cool. Ich wette, hier gibt es noch ein paar andere Sachen, die ich gerne sehen möchte. Das halt Sloan ist, ist doof. So. Wie viel ist da drinnen? 31. Kann ich noch ein bisschen mehr mitnehmen, komm. Stellen wir das Ding mal hier rein. So, dann können wir hier leichter die Sachen mitnehmen. Okay, perfekt. Das läuft. Wie gesagt, sorry, dass ich so ruhig bin, die Folge oder irgendwie verplant aussehe. Gerade erst aufgestanden. Und gestern war ein langer Tag. Ups, das wollte ich nicht. So, da noch ein bisschen. Okay, wie viel haben wir jetzt? Das haben wir sicher schon viel. 56. Bisschen was geht noch, ne? Ich kann es gleich da stehen. Das ist gut. Nein. Nein, 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 nein. So nicht. Okay. Ich werde mir auf jeden Fall einen großen Reaktor bauen. Demnächst. Also einen wirklich großen Reaktor. Meiner ist zwar schon groß, aber ich werde noch einen größeren bauen. So. Das reicht. Ab nach Hause. Boah, dieser See. Ich würde den am liebsten auspumpen, aber ich werde eh nicht alles davon brauchen. Deswegen ist es schon gut, dass ich nur das mitgenommen habe. Aber dieses Glück, was ich da einfach gehabt habe wieder. Unglaublich. So einen Lava-Eimer nehme ich noch mit. Also die Lava hier nehme ich mit. Du, 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 zack. Hey, was? Rein da. So, perfekt. Schnell nach Hause. Los, 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 los. Aber man sieht echt nicht, wo die Quarry gerade ist. Das ist ein bisschen komisch. Verwirrt mich. Ich bin es gewohnt, dass man normalerweise irgendwo einen Strahl sieht, aber nicht mal den sehe ich und dass da überall Erde ist, wo die gerade abbaut. Aber sie baut weiter ab immer noch. Das bedeutet, sie ist noch nicht leer. Solange Energie vorhanden ist, ist alles gut. So. Dann stellen wir das mal kurz hier hin. Lava kommt in die Smeltery. Und dann mache ich hier den Traktor nochmal ein bisschen weiter.
Ganz schnell. So. Und noch zwei brauche ich noch. Na, ich nehme den mal mit nach oben, das nervt uns, wenn ich die ganze Zeit hin und her muss. Jetzt ist er perfekt gekühlt. Nee, ist er nicht. Warum geht das denn immer wieder weg? Das fließt immer noch. Nee, warte mal. Jetzt. Ja, jetzt passt. So. Wie sieht es jetzt aus mit seiner Temperatur? Das ist jetzt richtig geil. Ah. Ne, der ist jetzt aus, ne? Jetzt muss ich ihn anmachen. Ich dachte gerade schon. Aber das sieht echt gut aus. 400 Grad oder so ist der gerade mal erreichen. Ja. Das ist richtig, richtig gut. Quarry macht ihr auch weiter. Alles bestens. Funktioniert super. So. Ich kann ja schon mal noch ein paar Erze. Obwohl, warte mal, das Yellorium hat eigentlich Priorität, ne? Also das Yellowrite. Wie sag ich immer Yellorium? Das heißt Yellowrite. Seltsam hier. Ach, ich habe auch so viel Eisen und alles wieder. Muss ich alles noch schmelzen. Beziehungsweise das Eisen mache ich mal hier drin. Und das kommt einfach mal hier ran. Noch irgendwas, was ich direkt irgendwo hingeben will? Ich glaube nicht, ne? Was ist das? Ember, okay. Ja, die Quarry lohnt sich auf jeden Fall. Also da bin ich mir jetzt schon hundertprozentig sicher. Kann ich nochmal hier Cobblestone mitnehmen? Das wollte ich eigentlich nicht, okay. Und da ist das Inventar perfekt voll. So. So. Compressed Cobblestone hier machen. Bisschen was noch zumindest. So. Dann kommt es auch noch hier dazu. Und dann sind wir alle glücklich. Gut, dann würde ich aber sagen, ich beende die Folge jetzt. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei Minecraft Mark. Wenn es ein bisschen besser läuft. Wenn ich nicht so verplant bin. Aber die Quarry lohnt sich auf jeden Fall. Und das wird nächstes Mal passieren. Dass wir da einiges draus machen werden. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.